Jungs, Jungs! Hallo, Jungs! Ist gut! Ist gut, ich rette euch schon! Meine Güte, ey! Diese verdammten Affen! Ach so, boah, wir sind schon wieder in der Aufnahme, das habe ich gar nicht gemerkt. Boah, ich fühle mich die letzten Tage auch richtig scheiße. Willkommen zu einer weiteren Folge von Plague Inc. Und heute möchten wir gerne mal die Affengrippe ausprobieren. Das ist nämlich die Grippe, die für den Planeten der Affen gesorgt hat. Ich verstehe gar nicht, was die Leute haben mit ihrem Planet der Affen. Ich meine, hallo, wir leben auf einem Planet der Affen. Habt ihr euch mal den Bundestag angeguckt? Jetzt hätte ich so einen Lacher einspielen müssen, aber das wäre auch irgendwie mega unnötig gewesen. So, was könnten wir denn machen? Die Affengrippe. Yo, ALZ113 heißt das schöne Ding und das machen wir jetzt einfach mal. Ich bin sehr unerfahren, was die Affengrippe angeht. Ich habe nicht mal alle Gene freigeschaltet. Adrenalinschub, Herrschaft, Virusverbundenheit, zusammen stark, Ruf der Wildnis. Ja, wahrscheinlich hier so Dschungelcamp und so, ne? Yo, also, ja gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an, bevor hier wirklich noch der Planet der Affen ausbricht. Cheats könnte man natürlich auch anschalten, haben wir natürlich jetzt irgendwie seltsamerweise nicht, weil das total sinnlos wäre. Vielleicht kann ich sogar ein Achievement hinkriegen. Jo, ALZ113 stimmt soweit. Wir machen einfach mal eine Runde Planet der Affen, klar. So, na gut, dann werde ich jetzt auch natürlich öfters mal vorlesen, was hier so steht, weil natürlich ganz viele neue Sachen dazu gekommen sind. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass in Zentralafrika auf jeden Fall die meisten Affen der Welt befindlich sind, jedenfalls in diesem Spiel. Und deswegen packen wir den Knöppi einfach mal hier hin. So, Zentralafrika, wie viele Monkeys haben wir denn hier? Steht noch nichts seltsamerweise, kommt gleich aber noch. ALZ113. Ja gut, okay, das ist nichts Neues. Diese Meldung immer. Warnung, Affengrippe-Virus identifiziert. ALZ113 ist ein genetisch modifizierter Virus aus einem Gensys-Labor. Bei Affen hat er die Intelligenz erfolgreich gesteigert, wurde aber noch nicht an Menschen getestet. Oh Mann, das kann ja noch ziemlich hart werden. Neues Gensys-Labor testet Virusarznei in Zentralafrika. Die Biotech-Firma Gensys hat eine bahnbrechende neue Gentherapie für Alzheimer vorgestellt. Teststudien an Menschen beginnen, sobald die Affenversuche in Zentralafrika abgeschlossen sind. Tja, und damit beginnt auch schon der Planet der Affen. Hier brechen nämlich dann diese wunderbaren Affen aus und wir dürfen mit den Affen die ganze Welt infizieren. Pylonen, notwendig für Hightech-Gesellschaft. Ein neuer Energiebericht bestätigt, dass mehr Pylonen gebraucht werden müssen, um eine zukunftssichere Energievorsorge zu gewährleisten. Was in aller Welt sind nochmal Pylonen? Also ich glaube, das waren doch diese dreieckigen Hütchen, die mal auf der Fahrbahn, oder? Keine Ahnung, okay, es ist egal. Musik ist auf jeden Fall saugeil, muss man schon mal sagen an der Stelle. Habe ich direkt gefeiert, als ich mir das erste Let's Play dazu angeglotzt habe. Tja, die Symptome könnten wir natürlich weiterentwickeln. Ich bin aber erstmal für die Übertragung, damit man nichts merkt. Ja gut, einen gewissen Schweregrad haben wir von vornherein. Das ist natürlich kacke. Boah, ich mach mir das mal hier ein bisschen lauter. Geil. Ja, das macht echt Bock, sich das reinzugeben. So, es wird aber langsam mal Zeit, dass die Affen hier ausbrechen. Denn dann können wir endlich mal ein bisschen loslegen. So, Fähigkeiten. Oh Mann, Affenneurogenese. Da müssen wir aber erstmal richtig schön für sparen. 15. Also das beginnt direkt mit 15, obwohl wir nichts anderes weiterentwickelt haben. Das ist schon übel. Also immer wenn irgendwelche Affenmeldungen reinkommen, dann werde ich euch die mitteilen. Oh scheiße, ich habe auch schon ALZ. ALZ, wie sich das schon anhört. So, Affenneurogenese. Modifiziert affenartige Gene, um die Affenintelligenz signifikant zu erhöhen. Die Immunreaktion wird nicht ausgelöst. Iris wird grün. Zeit für eine Affenrevolution. Yeah! Ich muss übrigens sagen, also bei Mädels, das sage ich jetzt einfach mal hier bei Plague Inc., bevor wir jetzt hier den Bach runtergehen mit unserer Zivilisation. Meine Güte, ich müsste das direkt nochmal aufnehmen. Ach, Schwachsinn machen wir nicht. Ich finde Mädels mit grünen Augen extrem hübsch, ey. Voll geil, grüne Augen sind so richtig geil. Nicht Einmeldung, Eilmeldung. Affenausbruch in Zentralafrika. Ah!
Affenausbruch in Afrika. Nein, das ist zu geil. Aus einem Affenquartier in Zentralafrika sind mehrere Affen ausgebrochen, zerstörten ein Genesis-Labor und verursachten Chaos in der Stadt. Die Behörden konnten sie nicht einfangen und die Affen sind entkommen. Ja, das ist natürlich euer Pech. Da müsst ihr dann mal gucken, was er macht. So, wir können uns hier die Affen angucken. 53 intelligente Affen, wie viel gibt's da? Da gibt's an Affen 644.269. Na gut, nicht in Zentralafrika, aber auf der Welt. Gut, und die Menschen stecken sich natürlich auch damit an. Und dann müssen wir natürlich darauf aufpassen, dass die Menschen nicht zu früh ein Gegenmittel da entwickeln. Oh, Behörden finden mit ALZ-113 infizierte Affen. Bei den Ermittlungen zum Affenausbruch in Zentralafrika haben die Behörden festgestellt, dass die Affen mit dem unbekannten Virus ALZ-113 infiziert waren. Ursprung der Krankheit ist unbekannt. Mann, mir fällt auf, dass ich mich heute total verhaspel. Neuro-Enchantment One Symptom ist mutiert. ALZ-113 hat das Neuro-Enchantment 1 Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Okay, ich möchte mir aber kurz mal angucken, was das für ein Symptom ist. Virus dringt in Gehirnzellen ein, modifiziert DNS und verbessert bestehende Nervenbahnen. Er erhöht menschliche Intelligenz. Hurra, endlich mal demnächst dann Politiker, die was machen können. Jetzt hör doch auf unseren Politikern rumzuhacken. Ach nee, habe ich keine Lust drauf. Ich will lieber meinen Gefühlen freien Lauf lassen, denn ich bin sehr unzufrieden mit den Politikern in unserem wunderschönen Land. So, was machen wir denn Schönes? Affenkolonien. Intelligente Affen kommen zusammen, um eine Kolonie aufzubauen. Führt zu erhöhter Affenübertragung, schützt und generiert DNS. Geil. Genau das wollte ich haben. Affenkolonien. Jo, auch nicht schlecht. Ja, gut, das machen wir dann gleich. Ich mache erstmal eine Affenkolonie auf. Am besten so hier. Da wo schön grün ist, da machen wir schon eine Affenkolonie auf. So schön, na gut, Äquator ist es nicht ganz, aber so. Oh, scheiße, wie nennt man das nochmal? Äquator. Genau, Subtropen nennt man dieses Gebiet. Oh, ich bin selber so ein Affe. Intelligente Affen bauen Kolonien in Zentralafrika auf. Ein starker Anführer hat intelligente Affen in einer Kolonie versammelt. Sie formen eine Gemeinschaft und leben in Frieden, um andere Affen zu retten und sich vor menschlichen Übergriffen zu schützen. Tja, da kannst du mal sehen. Vernünftige Affen. So, die erste Kolonie haben wir direkt schon mal. Ach ja, stimmt, automatisches Zerplatzen. Ich hätte mir lieber was anderes ausruhen sollen. Ich bin immer so schnell, was Spiele angeht. Außer wenn ich aufnehme, dann laber ich lieber als zu zocken. Affen randalieren gegenüber Menschen, um Labore anzugreifen und gefangen gehaltene Affen zu retten. Weiß nicht. Okay, pass auf. Affengruppen wandern mit der Zeit automatisch zu nahegelegenen Affenkolonien. Das ist gut. Was haben wir noch? Verbesserte Kommunikation. Was ist das? Virus repliziert sich in den Talgdrüsen und verbreitet sich über die Haut. Anhaltende Körperkontakt kann eine Affe-zu-Affe-Übertragung bewirken. Ja, das ist doch super. Wenn die Affen da am Rumbumsen sind, dann können sie sich direkt infizieren. Was ist das denn? Virus bei der Ausbreitung zwischen verschiedenen Affenarten ansteckender. Er erhöht die Mutations- und Ansteckungsgefahr von Affe zu Affe. Geil. Mutation brauchen wir, denn wir kriegen hier nicht genug Punkte rein gerade. Das finde ich ein bisschen schade. So, Phototopie-Symptom mutiert. Okay. Wir sind auf dem Planet der Affektierten. ALZ-113 infiziert 100. Okay, die Meldung kennen wir schon. Die ist ein bisschen älter. Hurra! Endlich noch mehr hier infizieren und mal ein bisschen schneller machen hier. So, wie sieht's denn mal mit Reisen aus? Ich möchte die Affenkolonie nach einer Zeit verlagern. Denn Zentralafrika scheint mir nicht unbedingt der optimale Ort zu sein. Ja gut, da brauchen wir 9 DNS-Punkte für. Das kann ja nicht so lange dauern. Hurra, wir haben's. Weil ich möchte, wobei ich möchte eigentlich auch noch eine zweite Affenkolonie aufmachen. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Ich guck mal in die Weltstatistik, was da so los ist. Zentralafrika ist infiziert mit Affen, okay. Infiziert mit Affen. Da sind die Affen infiziert. Ja, sehr schade eigentlich. Also wenn man sich mal teilweise die Population der Affen anguckt, hier auf Grönland gibt es nur 3 Stück zum Beispiel oder auf Island gibt es nur 4.
Das ist auch teilweise richtig sinnlos. In Indonesien gibt es auch verdammt viele Affen. In Indien müssen wir noch unbedingt die Affen zusammentragen, die ganzen westafrikanischen Affen. Da müssen wir auch noch eine Kolonie aufmachen. Brasilien wäre auch nicht schlecht, wobei es da nicht so viele gibt. Wir machen erstmal weiter. So, was wird denn das kosten? Hier, X. Egal, das wird schon von selber passieren. So, ALZ-113 wurde nicht entdeckt. Hä, am Anfang wurde doch gesagt, dass es entdeckt wurde. Wegen dem Ausbruch und dem ganzen Mist. Okay, dann eben nicht. Pharyngitis-Symptom mutiert. Meine Güte, diese Begriffe, die gehen mir so richtig auf den Piss. ALZ-113 hat das Pharyngitis-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Hurra, das gucken wir uns erstmal an, was denn das überhaupt ist. Denn ich will hier nicht mit was Unbekanntem zocken. Pharyngitis, wo ist denn das? Halsschmerzen verursachen Unbehagen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheiten durch Husten übertragen werden. Gut. Was können wir hier machen? Gut, Mutationen sind Ansteckungsgefahr bei Affen. Das ist schon mal toll, dann können wir direkt die nächste Kolonie aufmachen und DNS-Punkte abgrasen. Ohne Ende natürlich, versteht sich. Ja, die Affenpopulation wird auf jeden Fall... Ihr seht es schon hier unten am Balken, die Affenpopulation der Welt befindet sich im Grunde in Zentralafrika. Es gibt natürlich auch woanders welche, aber hier sind die meisten heimisch. So, sind alle infiziert. Wie sieht es mal mit anderen Ländern aus? Ja gut, Ostafrika ist kein Land. Ey, hier könnten wir eigentlich auch eine Kolonie aufbauen. Machen wir das? Ja klar, machen wir. Neuro-Enhancement 2 Symptom mutiert. Oh, das möchte ich mir mal angucken, was sich da jetzt geändert hat. Virus modifiziert Gehirnzell-DNS weiterhin und führt zur Entwicklung von neuen Nervenbahnen. Erhöht menschliche Intelligenz. Jawohl. Das bringt mir zwar wenig, das macht die Forscher wahrscheinlich intelligenter, aber naja. So, mal schauen, wo wir noch so hin können. In Ostafrika sieht es auch gut aus. Wir gucken mal, was noch so zu machen ist. Übertragung über Vögel wäre verdammt geil. Und erregender Körper. Ja, das brauchen wir unbedingt auch noch. Wir müssen uns nämlich langsam mal ranhalten mit der Infektionsrate, weil das irgendwie extrem langsam vor sich geht. So, das Land hier ist auch infiziert. Also Ostafrika in dem Fall. Ja, ich... Also um das nochmal deutlich zu machen. Ich weiß, dass Ostafrika kein Land ist. Aber... Ist halt eigentlich ganz nett, das als Land zu bezeichnen, weil es ja in dem Spiel eigentlich auch ein Land ist. Boah, wir brauchen auch eine halbe Ewigkeit, bis wir überhaupt irgendwas geschissen kriegen, habe ich das Gefühl. So, packen wir direkt mal auf den Hafen. Wir packen die Affen auf den Hafen. Warte mal kurz, ich muss mal kurz... Ich komme hier gar nicht aus meinem Stuhl raus. Warten wir nochmal die Affengeräusche. Die müssen wir nochmal ein bisschen einspielen. Hallo, Affen. Ich dachte, da kommt jetzt was. Ach so, Ton war aus. Ja, ist ja gut. Regt euch nicht auf. Ja, die Affen finden es nicht los. Ja, Alter. Alter. Halt doch mal deine verdammte Affenfresse. Mann. Jetzt hör auf, hier rumzulungern. Ganz ehrlich. Nein, du gehst jetzt zurück. Du gehst zurück in deinen Käfig. Ich lass mich hier nicht unterkriegen von euch Affen. Ich bin hier der Intelligente. Okay, Fieber brauche ich wahrscheinlich nicht erklären. Jetzt haltet die Backen still. Die machen sich über mich lustig. Ich glaub das nicht. Alter, ich komme gleich rein und schieß euch eine Kugel in den Kopf, wenn ihr nicht die Backen stillhaltet. Gut so. Ja, jetzt reicht's langsam. Ich komme gleich wirklich und baller euch in Stücke. Nein, das ist nicht lustig. Oh. Hey, ich werde noch verrückt mit diesen Affen. Ich glaube, ich besuche die nicht mehr, ganz ehrlich. So, ALZ-113 infiziert weitere Länder. Ja, dieser Einspieler war zwar unnötig, aber ich hatte einfach mal Bock drauf, ein bisschen Comedy zu machen. So, wo können wir denn noch ein Lagerfeuer hier aufmachen? Schön. Gut,
sieht schon mal ganz schön aus. So, 8 Todesfälle beim Menschen. Warum? Okay, wir haben die Million fast geknackt. Ah, Affen- und Menschenvarianten des Virus sind wir Spezies. Ja klar, warum eigentlich nicht? Über die Luft ist natürlich auch unglaublich wichtig. Dürfen wir nicht vergessen. Ist kein Gelenkschmerzen. Gelenkentzündungen breiten Schmerzen in der Breit. Gelenkentzündungen bereiten Schmerz in der Bewegung. Wenn ich mich ewig verlese, ist das auch kein Wunder, wenn hier ewig irgendwas falsch ist. Verringert Ansteckungsgefahr aufgrund von... Ach so, das geht zurück. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ausschlag. Ja, warum eigentlich nicht? Na, die Schwere ist schon ein bisschen krass eigentlich für so eine geringe Infektionsrate. Ist verhältnismäßig extrem. Fähigkeiten. So, Unbewusstsein. Hä? Verringert die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung. Das ist schon mal gut. Erhöhte DNS-Generierung in Kolonien. Das ist toll. Machen wir. ALZ-113 wird zwischen Menschen und Affen übertragen. Speziesübergreifende Übertragung ermöglicht die Übertragung von ALZ-113 zwischen Menschen und Affen. Dies erhöht die Ansteckungsgefahr und überträgt die Krankheit in andere Länder. Das klingt gut. Ich glaube, ich werde hier noch verrückt auf dem Planeten der Affen. Affen! Naja. Ich habe mir den Planet der Affen auch mal gegeben, den solltet ihr euch auch mal anschauen. Den von 2001 solltet ihr euch anschauen, aber auch den von 2011, sofern ihr die Filme noch nicht gesehen habt. So, Arzneimittelresistenz darf natürlich auch nicht fehlen. Logistik. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht, erst wenn irgendwelche Länder ihre Grenzen dicht machen, also irgendwelche Inseln. Spähaffenteil, ne? Also erhöht die Distanz, die Affen überwinden. Ja, können wir ein anderes Mal machen. Ah, erhöht die DNS, die produziert wird. Wenn wir nämlich eine gewisse DNS-Zahl haben, dann haben wir natürlich auch schon so einige Pluspunkte. Ein Diagnoseteam in Zentralafrika hat festgestellt, dass ALZ-113 Menschen und Affen infiziert. Schwere Symptome und weltweite Ausbreitung. Unbekannt, ob Affenvirus an Menschen übertragen. Okay, unser Virus wurde offensichtlicherweise entdeckt. 22% der Affenpopulation der Erde sind noch nicht infiziert. Beziehungsweise klug oder intelligent in dem Fall. Ja, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen weitermachen, ne? Gut. Tipp, das Weltmenü enthält nützliche Daten. Also pass mal auf, ich weiß ja, dass hier so einige Affen noch über sind. Ja, 216. Gut, pass auf, ich schicke euch einfach mal nach Zentraleuropa. Oder soll ich euch nach Indien schicken? Das ist natürlich auch ein super Clou. Oder wie wär's mit Südostasien? Dann habe ich Indien und China beide im Sack und Indonesien auch. Ja, dann mache ich das doch einfach mal. Die brauchen jetzt zwar ein bisschen, aber ich brauche ja auch ein bisschen. Und dementsprechend, wir sehen uns dann gleich im nächsten Part von Plague Inc. wieder. Ich freue mich auf euch und denkt dran, wir leben eigentlich schon auf dem Planeten der Affen. Man braucht sich nur mal unsere Behörden anschauen. Okay, haut sie rein.